So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch, am Donnerstag. Ich nehme das zwar am Mittwoch auf und am Mittwoch wird das auch fertig, aber am Mittwoch gab es ja den Kapu Ricky Community Raid am Pisedino mit dem Hannes und damit ihr nicht überfordert seid, werde ich das dann einfach am Donnerstag hochladen. Ich hoffe, ihr habt natürlich am Mittwoch in der Raid-Stunde fleißig eingeladen zu Kapu Ricky. Jeder braucht das Shiny, ich brauche das Shiny, Hannes braucht das Shiny. Hannes hat mit mir zusammen die Raid-Stunde gestreamt. Ihr konntet uns beide einladen, wenn ihr mit uns beiden befreundet seid. Mal gucken, wer Raidmania Punkte gemacht hat, ob es ein Shiny gab. Wenn nicht, werde ich wahrscheinlich am Sonntag bei Raids für Zuschauer ab 10 Uhr zusammen mit Hannes noch ein bisschen raiden und dann euch einladen und auch auf Shiny-Jagd gehen. Ich brauche nämlich mindestens 2 Stück. Jetzt aber die Highlights der Woche und natürlich noch der Schocker der Woche. Hannes sitzt gerade drüben, Natu, Rin und Bianca, die kommen auch heute an am Mittwoch, denn am Donnerstag, wenn ihr das seht, sind wir auf der goldenen Meile. Angefangen hat die Woche hier beim Gothic 66. Lasst es euch schmecken, viel Spaß beim Film schauen. Ich habe mir mal Shiny Rayquaza mit meinem QR-Code tätowieren lassen, musste damals 99 Raids für das Shiny machen, musste es verewigen. Da ist das Shiny Rayquaza und der QR-Code. Aber ich habe ihn gefragt, der funktioniert leider nicht, der QR-Code, wegen der Rundung vom Arm vielleicht. Das wäre auf jeden Fall richtig cool gewesen. Geht ihr hin, scannt den ab, wenn er in der Bahn neben euch sitzt. Und schon habt ihr neue Freunde gefunden. 99 klingt viel, aber ich habe noch andere Kollegen auch in dieser Folge da. Die haben über 100 gebraucht, bis sie das erste Shiny von einem bestimmten Pokémon gekriegt haben aus den Raids, legendären. Dazu aber gleich mehr. Lost Lift. Mit dem habe ich Glückstausch gemacht. Der wollte ein Mewtwo dann haben. Habe ich ihm ein Mewtwo rübergetauscht mit Wetterbrust. Ist ein 100% Lucky Mewtwo geworden. Glückwunsch dafür. Das ist schon der Schocker der Woche. Natürlich nicht. Lenzard, Regieis Trio mit 56 Sekunden Restzeit hier. Dann bin ich mit Dumano Mann Glücksfreund geworden. Genauso wie David und Kathy. Käffchen. Matze, danke an Tix Kekslord. Nummer 2. 100% Regieis. Nun reicht es aber. Nummer 3. 100% Regieis bei Matze. Ich habe keins bei über 300 Raids. Werde also jetzt tauschen. Matze hat aber weitergemacht. Das seht ihr auch gleich. Dann ein Bild, das hatte Miko in den Fanchat, glaube ich, gepostet. Wusste nicht, dass sowas möglich ist. Wollte ich mal zeigen. Weil es aber nicht direkt von einem von uns aus der Community ist, ist das also auch kein Schocker der Woche. Egal, ich glaube, mein MMO hat sogar auch einen ganzen Artikel darüber gemacht. Da war ein Kollege, der hat einen Abenteuerrauch gezündet. 12.37 Uhr ein Galar Zapdos, 12.41 Uhr ein Galar Arctos, 12.44 Uhr ein Galar Lavados und 12.46 Uhr noch ein Galar Zapdos. 4 Galar-Vögel hintereinander in einem Rauch. Das ist auf jeden Fall mega brutal. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Manche haben noch gar keins gesehen. Manche sehen mal eins alle paar Wochen, das rennt dann weg. Und er einfach 4 hintereinander, die alle weggerannt sind. Master Gossi, auch Glücksfreund geworden. Dann im Lavitar-Stream war das, glaube ich. NetGhost Glücksfreund geworden, habe ich extra einen Screenshot gemacht, dass ich das hier mit reinnehmen kann. Ebenso im Lavitar-Stream habe ich das Despo da aus der 1 € Forschung gefangen, bewertet, das war ein 98er, habe ich gedacht, kann man trotzdem mal zeigen und habe das winzigste Shiny Lavita bekommen auf meiner Hand. Matze hat hingegen ein 100% Shiny Lavita bekommen, also Matze mit seinen ganzen 100er Regieis, jetzt auch hier so, richtig fett am Start, Baloo, 100er Azumarill, 100er Lavita in Glücks noch bei Baloo, King Hammer ein Foto, komm schon, trag mich die Treppen hoch, bin schon so weit gelaufen. Finde ich, sieht richtig genial aus, passt richtig dazu. Vor allem auch die Fußspuren unten und wie das auf dem Boden steht, sich da in der Treppe so reinquetscht mit dem kleinen Päckchen davor. Richtig geniales Bild. Matze! Wie viel hat er? 3? Das 400er Regieis aus Raids für Zuschauer, glaube ich. Plus das 500er Regieis mit Wetterbrust sogar. Aus Zeit Sachsen-Anhalt, ist das auch aus Raids für Zuschauer? Ich glaube, er hatte im Stream 2 bekommen. 5. 100er, ich habe keins, aber egal. Lennart hier noch Shiny Knospi gebrütet, dann auch 200er Lavita sich gegönnt. 33 Shinies auf 990 Pokémon in den 3 Stunden. 100% durch Tausch mit Bisafan Enzo erhalten, auch sehr cool, kriegt nämlich auch noch eine Mega-Entwicklung dann.
Es kam erupt, dann ein 100% Meltan. Viele haben sich beschwert über die Spotlight-Stunde, die Woche war, dass es sehr sinnlos ist, Zapladin zu jagen. Das kann nichts und kann nicht shiny sein. Aber es gab ja doppelt Fang-Bonbons. Und wer nicht ganz viele Zapladin-Bonbons wollte, hätte einfach die Stunde lang eine Meltan-Box zünden können und den Bonus der doppelten Fang-Bonbons mitnehmen können für Meltan zum Beispiel. So. Kaiser Kai hat meine Schwester ausgebrütet, Shiny Cosilla, Random Trade auf der Arbeit hier beim Heiko. Und hier muss ich sagen, sieht der Lucky Hintergrund richtig gut aus. Leider im Spiel nicht so, aber wenn man es abfotografiert und dann so aussieht, passt das sehr gut. Dann hat Lennart ja seinen Account wieder gehabt. Er hat vom Gewinnspiel damals ein Shiny Evoli mit Mütze bekommen. Das habe ich ihm rübergetauscht. Es ist zufälligerweise auch Lucky geworden und ein 98er. Hast du das so behalten? Hast du das entwickelt? Was hast du da draus gemacht? Schreib es mal in die Kommentare. Nochmal von Matze die Übersicht. Das sind die Lümmels. 2 bei dir. Raids für Zuschauer. 1 von Julchen, 1 von Kekslord, 1 aus dem Ort hier bei 96 Raids. Aber noch kein Shiny. Er hat für das Shiny, glaube ich, 127 Raids gebraucht, er kann es ja korrigieren, wenn er das sieht, aber bei 96 Raids, 500%ige, das ist auf jeden Fall richtig krass, Schocker der Woche. Nein, wir haben was ganz anderes. So, ab ins Tierheim, durch ein random Tausch erhalten, nach dem C-Day bis Dezember warten, würde ich sagen, dass man das dann also mit seiner Attacke entwickeln kann. Also hier auch ein Shundo Lavitar. Hundo? Shundo, ja. Shundo Lavitar, 100% Lavitar, also vom C-Day. Da dachte man, bei Robert das ist krass, bei Honey das ist krass. Jetzt hat es ab ins Tierheim, hat es auch. Kann also kein Schocker der Woche sein, ist nichts Einmaliges, kommt mehrmals hier drin vor. Er hat auch generell Glück beim Tauschen gehabt, ab ins Tierheim. Ein 100% Flambion mit 2 Sternen. Der ist bestimmt direkt abgescreent, bevor die Anzeige vollgelaufen ist. Ansonsten wäre das sehr komisch. So, 100% Glückskapuno noch bekommen. 100% Dragoran Glücks. 100% Dedenne. Nochmal ein 100% Dragoran Glücks. Das ist ein anderes. 100% Despotar Glücks auch mitgenommen. Alles ab ins Tierheim. Also beim Tauschen, das hat sich wirklich gelohnt. Iversoft Glücksfreund bin ich auch noch geworden. Drachek 100er Purmel. Luigi Sarada zeigt uns hier. Shiny Zickzack Skobbel. 100% Haspiroh, Phynx, Despotar und 100er Samurzel getauscht durch den kleinen Account Nero Sarada. Auch getauscht, ein 100er Knarxel und ein 100er Bam Bam, aber wohl ausgebrütet auf dem kleinen Account. Auch sehr selten, kommt ja nur aus den 12 Kilometer Eiern, würde ich mich also immer freuen, sowas mitzunehmen. Ich habe auch mal eins gebrütet, habe das dann auf 50 gezogen. Für die Familie brauchst du noch eins. So. Pogehander, Shiny Schneckmark, Shiny Carbador, Shiny Flampion, Shiny Flampion, Shiny Haspiroh, Shiny Regieis und 100er Skobbel und Lavitar. Also beide Flampion als Shiny und das ist auch sehr schön. Sarina, 100er Kamauk, 100er Pam Pam, 100er Bonita, 100er Liljeb, aber glaube ich erlöst, so wie es ausschaut. Und dann dazu noch ganz, ganz liebe Grüße an den Hannes, viel Spaß euch beiden noch. 100er Lavitar. Lundo, genau, war Lucky 100. Lundo, Capuno und noch Shiny Flampion, Galar. Dann haben wir Sören, was man so aus dem Gletschermodul rausbekommen kann. Shiny Skobbel. Max Out Monday bei Sören hat hier auch ein 100er Despotar mit Best Buddy Batch auf 50 gezogen, das sieht auch gut aus. Max Out meinte hier noch ein 100er Grand Bull hinterher, ein Valreiser 100 hinterher gezogen. Erstmal auf 40, dieses Glücksscharniere ein 100%. Dann ein Scorpions fand ich auch cool, der hat dieses Tausch-Event auch mega genutzt. Alle 5 Tage hat er seine 102 Trades gemacht, also 2 Spezial-Trades plus 100 normale. Tag 1 des Tausch-Events mit Mission jeden Tag die 102 zu tauschen, leider zweimal nur ein 98er Drassler, mal schauen was morgen geht. Ihr seht ja also alles was er so getauscht hat, hauptsächlich Drassler, ist kein 100er dabei gewesen, dann Tag 2. Schade nur noch 96er dabei bei Tag 2, 102 von 102 tauschen. Beide gelb umrandete von Glücksfreunden, also die Glücksfreunde garantiert hat er hier Lucky Trades mit Shiny Palkia und Zekrom gemacht, ansonsten 4.
Vigile Capuno diesmal statt Drassler. Tag 3 von 102 Mal tauschen je Tag das gelbe Lucky durch einen Glückstausch. Diesmal gab es einen Shiny Mewtwo. Ansonsten viele Flampion diesmal, kein 100er dabei. Mit der Anzahl von 14 Random Luckys sehr zufrieden, aber leider wieder kein 100er dabei. Diesmal also viel mehr. Ach, das gehört noch dazu, genau. Diesmal viel mehr Luckys bekommen aus den Trades. Immer noch Flampion, trotzdem kein 100er. Dann Tag 4, jetzt Tag 4. Tag 4, 12 mal Lucky, aber immer noch kein 100er. Hoffe auf morgen. Hier wieder Capuno vermehrt. Und dann am Tag 5 die große Erlösung. Day 5. Der fünfte Tag hat mir echt noch Glück gebracht. 100% Gala Flampion, yes. Auch hier die restlichen und das untere unten links mit 618 ist also das 100er, was getradet wurde und durch den Lucky einfach auf 100% gegangen ist. Ihr seht, das zahlt sich aus, hartnäckig zu bleiben, Ziele zu haben. Sehr schön diese Übersicht, dass du uns daran teilhaben lässt. Kaiser Kai hat meine Schwester aus der Feldforschung bekommen. Ich habe natürlich keins bekommen, aber ich könne es ihr, ne? 100er Despot da. Kaiser Kai, nach der Schule auf dem Weg nach Hause bekommen, sehe ich als Belohnung für meine 1 in Deutsch. Shiny Habitak ist eigentlich auch eher eins der selteneren Shinies, denn wann findet man denn schon mal Habitak? Das war auch ein Ding damals, was ich mir mal tauschen musste und immer noch selten ist die ganzen Generation 1 Kando Pokémon. Fürs Mittwochsvideo, Robert 100er. Haben wir gesehen, wir haben am Montag im Stream geguckt bei Honey, der hat einen Shundo bekommen. Robert 100 hat dann auch einen Shundo bekommen. Ihr seht hier schön, wie das gemaxt ist auf Level 50, auch mit den Cedar-Attacken. Das ist auf jeden Fall richtig genial. Karlsruhe ist aber nicht der Schocker der Woche, denn wir haben hier schon ein Shundo Lavita vom Cedar drin gehabt. Jetzt haben wir das hier auch noch. Dann seht ihr weiter beim 1, 2, 3 geht. Das nächste Shundo, halt nicht Despotar, aber Lavita, aber er hat bestimmt auch die Bonbons, um das hoch zu maxen. Da besucht man nach mehr als 2 Jahren seine Oma übers Wochenende, sitzt beim Essen in der Pampa und dann das. Hoffe, euer C-Day wäre auch so wundervoll. 1, 2, 3 geht also auch hier abgerissen. Ist auf jeden Fall immer ein Highlight. Noch ein Highlight. Insgesamt 5 Shinies, ca. 300 Fänge. Hier noch also ein 8, 6, 3, 93er, glaube ich, hinterher. Wie viel haben wir gefehlt? 3 haben gefehlt, genau. Dann danke Tobi aus dem Glückstausch, noch einen 100er Kindwurm bekommen. Max Out der letzten 7 Tage, Rip Dust, da ist der Staub draufgegangen, hat ja also auch sein 100% Shiny Despotar dann gemaxt auf 50, hat den kleinen Tobi gemaxt, da ist noch ein anderer Tobi dabei, ihr habt der Sekrom und Rigiram, dann habt ihr nochmal Shiny, aber auf 4-3, ihr habt ein Krypto oder auch Shadow genannt, dann haben wir 2 toll gekisst und toll gepiepst mit 3740 und 3742, der ist ja auch absoluter Fan von Togepi. Und dann nochmal Bruder Lana, nochmal Despotar. Alles hoch, alles nützlich, kann man alles nehmen, alles starke Pokémon auf jeden Fall. Cute, ein kleines Haspirohr-Shiny noch im Schnee und dann noch ein Shiny Schneckmack. Englische Namen, komme ich gar nicht klar. Schneckmark-Shiny auch noch. Oh, was für die Sammlung, noch ein Onyx. 100, das ist leicht, weil Onyx heißt Onyx. Danke Jenna. 100er Gulpin, Lucky, also Schlubuck. Schlubuck, ein erfolgreicher Tag. Noch Shiny Schnäppke, erlöstes 100er Potrott und noch ein Shiny Schnäppke. Das war alles vom 1-2-3-Kit. Beim Aluhut geht's weiter mit dem Shiny Krypto Macholo im Schnee. Dann der Pizzabote Zeus zeigt uns hier 100er Pupita, Feuerriegel 100. 2 tolle 100er gefangen, eins am C-Day, das andere einen Tag nach dem C-Day. Und unten, naja gut, Shiny Carvador und Glückskeckleon ist jetzt nicht so interessant. Carvador ja eh C-Day Pokémon und Glückskeckleon muss man ja einfach nur tauschen und dann ist es lange. Wenn es ein 100er wäre, wäre es nett, aber es ist ja wahrscheinlich so. Lukas hier, Shiny Bonita. Der kam überraschend, Itch2Domo, 100% Krypto-Quieke. Sowas war auch schon mal Schocker der Woche, aber haben wir uns trotzdem für was anderes entschieden. Beste C-Day-Ausbeute, Alexander Ahringer auch, 100er Despotar mitgenommen, aus dem Mega-Raid nach dem C-Day, 100er Schlappohr, Marco, FedEx, nicht nur ein 100er, nicht nur ein legendäres 100er, nicht nur ein
glückliches, legendäres 100er. Ein schillerndes, glückliches, legendäres 100er. Also mehr geht eigentlich nicht. 1784 hier mit diesem Regi Rock Zürich Schweiz. Ist aber nicht Schocker der Woche. Weil das ist fett, aber das ist mir nicht fett genug, weil ich keinen Überblick mehr habe über die ganzen Lucky 100er und legendären 100er und Shiny 100er, die in dieser Folge drin sind. Jenna, Rage-Stunde in Hibu hat sich gelohnt. Ich habe Rage-Stunde gemacht, sie saß neben mir, ich habe kein Shiny bekommen, sie hat gleich 3 Stück bekommen von Regi Ice letzte Woche. Aus einem Raid 100er Flampion, ausgebrütet 100er Zuro-Keks. Herwig, ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, meine Riolo loszuwerden und nie meinen 100er zu kriegen und dann brüte ich es 100% Riolo. Wäre mir so auch lieber als ein Lucky 100er, weil mich der Lucky-Hintergrund da stören würde. Ich möchte aber unbedingt auch einen 100er Riolo mal haben, beziehungsweise Lucario zur Not, eben dann, wenn es im Mega-Raid ist und Raiden. Seit Ewigkeit mal wieder eine Quest gefunden und belohnt worden, ein 100% Spinder. Kurz überlegen, fällt es mir noch ein? Borki, ein, das ist auf jeden Fall sehr schön, das mag ich auch. Da habe ich auch die Shinies, die es gibt bis jetzt, aber kein 100er. Über ein 100er würde ich mich da auch sehr freuen. Von diesem... Ja, ich vergiss es. So, Timo, der ist vorhin aus einem Ei geschlüpft, ne? Ein Shiny Luxtra Selalhier Bronze Shiny erlöstes 100er Radfratz Alola erlöstes Dicta Alola 100. Dann sieht man 3 Weeks and 52 Weeks, wie der Adi damals klein war und jetzt fett auf mir rumliegt und ich einfach tot bin. Und man kennt es auch, kaum T-Shirt aufs Bett gelegt, kommt die Katze und leckt sich den After. So, Shiny Hunting Be Like. Der Unterschied zwischen normal und shiny, da musst du schon genau hingucken. Selal, dann hier mit einem shiny Scobble. Und jetzt habe ich's, Pandir. Pandir war's. Shiny Pandir bei Borki. Braucht er gar nicht reinschreiben, habe ich selber gewusst. Selal hier noch 100er Garados Glücks getauscht. Dann zeigt er uns einmal, es ist so winzig. Es ist riesig, das sieht auch fett aus, wenn man keine Shinies kriegt und jetzt sowas, da fühlt man sich auch super, da eine Animation da ist. Dann hat er auch ein bisschen getauscht, hat ein 100er Glückslavita, 2 100er Glückslavita, 3 100er Glückslavita, er hat mir sogar 4 geschickt, das eine war aber doppelt, habe ich weggelassen. Dann Shiny Flampion auch noch hier mit rein, Shiny Burmi, Haspiror, Macholo erlöst, 100 Girafarik erlöst, 100 Heiko mit dem 100er, auch Regi Eis, also jeder hat eins abbekommen. Annika mit einem 100er Purmel plus einem Shiny Haspiror. Lennart, Schneckmark Shiny, Pokéball plus. Lass mir die Shinies und es ist XXS. Ja, kann man sich jetzt ärgern, wenn man ein richtig krasses Pokémon hat und dann ist es nur so klein, aber trifft hier ja gar nicht zu. Lennart hier auch mit einem 100er Purmel. Würde ich mich auch freuen. Ich suche den ganzen Tag danach, damit ich irgendwann mal eins maxen kann. Lenzhardt, falscher Account leider noch. 100er Carbador, Gabriel auch hier. Alle Medaillen voll, alle entwickelt, alle Vivian-Muster für den Dex. Habt ihr auch schon alle 18 möglichen Vivian-Muster momentan entwickelt? Ich habe ein Video gemacht mal darüber. Er hat das jetzt hier auch. Ich habe sonst noch von keinem gesehen. Obwohl viele dann ja diesen Trick und Glitch ausgenutzt haben. Er nicht, ich auch nicht. Da waren wir schon fertig, ne? Und jetzt werfen sie euch die Bonbons natürlich wieder hinterher. King Hammer, das nächste Ding. Was ist das denn? Danke, Ramses. Wahnsinn, was Gutes für die Sammlung. 100% Shiny Regi Eis. Auch natürlich aus dem... aus Raids für Zuschauer, glaube ich. Glückwunsch also dafür. Cumulus. Der wird zu mega gepusht, 100er Schneebedeckt und hier ist er auch dann da mit 3804. So ist er jetzt. Hast du den einfach nur entwickelt? Du musst den doch erst auf 50 ziehen und dann entwickeln, dann wird er fett. Feuerwehrfra 507, ja auch Shiny Schneckmark. Dann Christian Fee, weiß ich nicht, der hat... Hi, wollen wir uns anfreunden? Wo wohnst du, wie alt bist du?
Weiß nicht, Hibu 34. Kurz und knackig antworten, Elke Kaiser beim Kaisi, der erste Account. Haben wir hier Schneebedeck Shiny, Shiny Taubsi, Shiny Mauzi und dann bei ihrem eigenen Paula Emperor Account 100er Vogelbaum, 100er Flampivian. Das waren die Highlights der Woche. Und jetzt kommt noch der Schocker der Woche und dann werdet ihr sehen, warum ich das als Schocker der Woche gemacht habe und nicht die vielen anderen krassen Sachen, die hier dabei waren. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, ich muss selber erstmal gucken, Andy Forbeck. Ja, denn Andy Forbeck ist zurück mit seiner Freundin, die haben zwei Meltan getauscht, man konnte ja zwei Spezialtrades machen, sie haben Meltan getauscht, nix, sie haben nochmal Meltan getauscht, zack, es ist Lucky geworden mit 100%, aber nicht bei einem, sondern gleich bei allen beiden zusammen und das ist schon sehr genial. Das wäre doch was für Raid am Mittwoch. Das ist, ja weiß ich nicht, wir haben so viele 100er Legendäre gehabt, wir haben so viele Shiny Legendäre gehabt, wir haben so viele Shiny Legendäre 100er gehabt oder Glücks oder irgendwas, aber das ist immer ein einzelnes und hier durch so einen Lucky Trade, dass beide genau das gleiche und dann auch noch so ein spezielles Pokémon in 100% Glücks bekommen, fand ich eine einmalige Sache, die sehr selten ist, die ich selten sehe, die mir aber richtig gut gefallen hat, dieses Bild, dieses Foto. Und, da wird sich die Bianca freuen, beide natürlich aus Güstrow. Güstrow. Das war's jetzt aber mit den Highlights der Woche, mit dem Schocker der Woche. Plötzlich ist das schöne, farbige, rötlich-gelbe Bild weg und alles sieht wieder kalt und blass und blau aus. Ich gehe zum Hannes, schneide das jetzt heute Abend bei uns Raid-Stunde, bei euch nix, bei uns dann Meile, wenn ihr das seht. Und ja, Freitag und Samstag geht es weiter auch mit dem Gewinnspiel von der Forschung des Professors. Aber das seht ihr ja, wenn ihr den ersten Teil am Dienstag geguckt habt, wartet ihr ja eh schon da drauf. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.